8 Jahre, 4 Monate und rund eine Woche. So alt ist dieses Fastfood-Menü. Im Oktober 2009 schloss die letzte McDonald's-Filiale in Island. Die Schnellrestaurants warfen schlichtweg zu wenig Gewinn ab. Hjörtur Smarason wollte sich damit offenbar nicht abfinden. Der Isländer kaufte einen Cheeseburger und Pommes frites, um sie luftdicht zu konservieren. Selbst nach jahrelanger Lagerung in Smarasons Garage. Das Junkfood zeigt keinerlei Schimmel oder Zerfall. Das ewig junge Relikt hatte sogar einen Gastauftritt im isländischen Nationalmuseum. Heute ist das historische Menü im Bushostel in Reykjavik zu bestaunen. Ohne jegliche Verrottung. Fragwürdig, aber wahr. Auf die Konservierungsstoffe des Fastfood-Giganten ist augenscheinlich Verlass.